Ja, hallo und herzlich willkommen hier beim Fieber. Transport Fieber ist angesagt. Ich hoffe, ihr habt euch genauso drauf gefreut wie ich. Und heute ist es auch auf dem Kanal soweit. Ich gehe mal direkt ins Spiel und zwar werden wir ein freies Spiel machen. Wir werden eine große Karte nehmen. 1:2. Landfläche Mittel und starten im Jahr 1850. Schwierigkeit nehmen wir Mittel. Zufallsgenerator starten wir nochmal und Start. Europa ist richtig. Und gleich geht es los. Ja, das Spiel ist seit 2 Tagen käuflich zu erwerben auf dem Markt und ich bedanke mich, dass ich auch die Möglichkeit habe, euch das Spiel zeigen zu können. Und zwar geht es hier in dem Spiel in der Simulation, ich hoffe die Musik ist gleich leiser, es geht bei dem Spiel darum, ein Verkehrsimperium aufzubauen, also ein Unternehmen, was transportiert, von Personen über Güter, über Produktions- und fertige Güter, also alles, was letztendlich auf Schiene, Straße und Luft bewegt wird. Und jetzt haben wir Stille. Ja, ihr seht's, es sind alle Züge dabei, es entwickelt sich über die Zeit und sobald der Ladebildschirm zu Ende ist, werden wir beginnen. Und zwar 1850 mit Kutschen und mit einfachen Dampfloks. Also ich freue mich tierisch drauf. Ich habe seit Wochen jetzt viele Let's Plays gesehen und ja, ich freue mich endlich drauf, es auch spielen zu dürfen und es euch zu zeigen. Wir werden endlos Spiel machen, per Aufnahme und auch in den Livestreams. Und ja, wenn der Bedarf an Tutorials ist oder an der Kampagne, einfach mal in die Kommentare schreiben. Dann werde ich mir überlegen, ob ich da auch noch ein paar Szenen mache. Aber in erster Linie wird es ein Endlosspiel geben, wo wir einfach mal die Zeit entwickeln. Von neuen Zügen über neue LKWs, Busse, sonstiges. Also es geht auch wirklich über Straßennetz, U-Bahn, Straßenbahn, Trams. Mit einem einfachen Handling und von daher wird es den Bahngigant ersetzen, das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Es wird nur dieses Spiel noch geben jetzt. Emergency wird auch zurückstecken müssen, weil Emergency einfach die Einsätze zugleich sind. Ich werde da bestimmt nochmal Livestreams von machen, vielleicht auch mal längere Szenen aufnehmen und dann wieder in den in die Playliste packen. So, jetzt komme ich auch drauf. Aber neu im Kanal wird sich der Transport Fieber etablieren. Neben LS natürlich, Landwirtschaftssimulator. Erstmal die Textkompression. Scheint noch ein bisschen zu dauern. Wie ihr seht, ich starte das Spiel das erste Mal mit euch zusammen. Und ihr seid live dabei. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch das Spiel habt, ob ihr am Überlegen seid, das Spiel zu kaufen oder ob ihr einfach nur mal zuschaut. Würde mich freuen, wenn wir da einen schönen Dialog bekommen. In der Zeit, wo der erstmalige Texturenkomprimierung beginnt. Ich kann es nicht ganz legen, da unten ist meine Anzeige von der Aufnahme, aber ja, es wird schon gleich losgehen. Ich hoffe, ich habe es nicht zu hoch gestellt von der Qualität. Musik ist jetzt leiser, das ist schon mal schön. Ganz wollte ich es nicht ausmachen. Wollen wir uns mal die Karte anschauen, oder? Mal schauen. Wir haben hier einen kleinen See, so wie es aussieht. Sehr schön, mit verteilt. Oh, ich glaube, die Flussstraße ist schön, weil Schiffe gibt es auch. Ne? Wir haben hier unten Landwirtschaft. Ich zoome mal ran. Also es geht wirklich bis hin zur First-Person-Ansicht. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel wirklich Industrie, die beliefert werden möchte. Und sich dadurch auch dann weiterentwickelt, wenn die immer zu 100%. Wir haben hier die Landwirtschaft. Mit Felsen natürlich. Hier steht die Ware. Wir haben Städte, die sich entwickeln. Sind wir jetzt zum Beispiel bei 155. Entwickelt sich auch nicht, hat keine Lebensmittel bekommt, keine Arbeitsplätze, kein Baumaterial oder sonstiges. Ne? Also man kann sich entweder total auf Personen kümmern, auf Personenbeförderung einstellen. Aber ich denke mal, so ein bisschen Baumaterial ist auch nicht verkehrt, wenn man das nicht vernachlässigt. Ja, wir haben jetzt hier. Was haben wir hier? Warenfabrik. Produziert, was produziert sie? Waren, ja.
Nicht schlecht, die Warenfabrik. Produziert Waren. Ja, ich mache erstmal Pause. Wir starten mit 2 Millionen Dollar. Das geht auch, glaube ich, nicht umzustellen. Können Kredit leihen und auch nicht. Werden wir natürlich jetzt erstmal nicht machen, weil, ja, wir schauen gleich erstmal, was wir verbinden. Ich würde sagen, wir fangen mit Personen an. Ich lasse auch erstmal die Städtenamen so stehen. Ich denke mal, wir werden später die Städte umbenennen. Gefällt mir auf jeden Fall die Karte. Also die werden wir starten. Bad Wildung. Was haben wir hier? Hummeltal. Das ist auch nicht schlecht. Wie viele Einwohner haben wir denn hier in Hummeltal? 194. Das ist schon mal ganz okay. Wir haben hier Holz, glaube ich. Und das ist hier Eisenbergwerk. Wir haben hier Wald. Was haben wir denn hier? Kohlefabrik. Lebensmittel. Ölquelle. Also ist ziemlich viel hier. Guck mal, wenn wir jetzt zum Beispiel Hummeltal... Na, jetzt haben wir nichts Größeres in der Nähe. Wobei, groß ist ja immer relativ, ne? Und hier haben wir zum Beispiel Steinbruch. Ein Stahlwerk. Wenn wir jetzt in der Nähe von Steinbruch wenigstens noch Baumaterial haben. Sägewerk. Sägewerk. Baumaterialfabrik. Da ist zum Beispiel eine. Aber das ist schon ein ordentliches Stück. Für den Anfang, glaube ich, zu weit. Ölquelle. Wir suchen uns mal noch eine Baumaterialfabrik. Wenn wir noch eine finden. Ölquelle. Öl ist immer auch gut, ne? Bestimmt. Ich mag auch so diese der First-Level-Bereich, also First-Person-Sicht. Genau, Mausrad ist drehen. Also ist echt schön. So, wir waren wir wollten ein Baumaterial. Eisenbergwerk, also hier haben wir zum Beispiel wieder Stein. Hier haben wir nix. Bauernhof. Baumaterial. Aber, na, da gibt es ja eine Brücke, ne? Ich würde sagen, wir gehen in die Ecke hier. In Berg. Was haben wir denn im Berg? Berg haben wir 195. Haben wir in Klinto 214. Und in Schubi 146. Ich würde sagen, wir verbinden die beiden Städte. Dann haben wir auch schon mal die Hälfte der Schienen hier für den Steinbruch zum Baumaterial. So. Fangen wir mal an. Schienen. So, als erstes fangen wir mal mit Bahnhof an, würde ich sagen. Also wir entscheiden hier... Ja, Kollision. Wir entscheiden hier, wie viel Bahnsteige. Und da würde ich mal vorschlagen, wir nehmen erstmal zwei für den Anfang. Einen rein, aus, einen raus. Denn wenn wir später zubauen... mit N und M, gut. Haben wir das Problem letztendlich, dass wir... So... Dass wir dann natürlich mehr Kosten haben, weil wir was abreißen müssen. Wir haben jetzt 179.000. Wenn wir jetzt weniger machen. Ja doch, nehmen wir doch erstmal nur einen. Aber ich denke mal, in die Richtung wird erstmal nicht so schnell... So, wir können hier auch Kopfbahnhöfe nehmen. Ne, also... Und wir nehmen erstmal Personen. So, das ist schon mal richtig. So, das ist Nummer 1. Nummer 2. Den bauen wir hier hin.
So, nicht möglich, sagt er. Kriegen wir hier hin? Ich würde sagen, wir bauen erstmal eine Straße ein Stück raus. So, das werden wir ein bisschen günstig, hoffentlich. Können wir hier sogar einen Kopfbahnhof hinsetzen. So, dann nehmen wir eine Straße. Über hier. Jetzt sind die weggerissen. Egal. Die werden sich schon wieder sich ansiedeln. So. Bahnhöfe stehen. Jetzt fehlt nur noch Schiene, ne? Ja, wenn wir doch mal wieder abreißen. Also einen Tunnel brauchen wir jetzt hier noch nicht, glaube ich.
So, wie wir das machen. Aber das Geld geht nämlich auch langsam aus. Haben wir schon mal nicht mehr. Da geht der erste Kredit. So. Dann brauchen wir ein Depot. Zugdepot. Ich würde mal sagen, weil das die größere Stadt ist, wenn wir das hier in der Nähe bauen. So. Aber außerhalb. So. Das geht nämlich schon mal schief hier. So. Und zwar müssen wir natürlich eine Weiche haben, ne? Und keine Kreuzung. So. Das sieht doch gut aus. Nee. So. Das haben wir. Dann gibt es noch ganz schön Signale. Ja, ich denke mal, dann haben wir das schon mal. Dann kommt es zu unserem ersten Zug. Zug. Zug kaufen. Die Auswahl ist noch sehr begrenzt. Dafür ist es aber auch noch erschwinglich. Wir haben schöne Fenster, die wir ziehen können dann. Wir kaufen den ersten Zug. Und es sollen Personen mitfahren.
Passagiere. 40 km/h, Gewicht 5. Ja. Da kaufen wir 1, 2, 3, hier 5, 6. So, dann machen wir Linie zuweisen. Neue Linie. Die nennen wir direkt Zug. Ja. Schließen. Löschen. Zug. Na, lassen wir erstmal Zug 1. Oder wir nennen sie 1. Zug. Umnennen können wir immer noch. So, Haltestelle hinzufügen. Und zwar diese. Glindo. Nach Berg. So können wir es auch gleich nennen. Glindo Berg. Sehr schön. Schreiben wir noch groß. Sonderzeichen gehen auch. Sehr schön. 01 machen wir so. So, Enter ist gemacht. Ich würde sagen, wir machen mal Play, ne? Erster Bahnhof, erste Linie. Sehr schön. In der Zeit werden wir uns hier, wir können ja mal schauen, wie er fährt. Bei unseren ersten Zug können wir auch direkt mal zuschauen. Dass man hier in alle Richtungen drehen kann, ist echt cool. Man muss sich halt erst dran gewöhnen, ne? So, wir müssen halt jetzt schauen, dass wir Busse hinbekommen. Damit auch die Leute aus der Stadt zum Bahnhof kommen, ne? Macht ja Sinn. Ja, nehmen wir auf jeden Fall erstmal die Bushaltestelle. Die kostet auf jeden Fall nicht viel. Packen wir auf beide Seiten hin. Beide Seiten. So. Neue Linie. Was sind wir denn hier? Ich glaube in Klinto, ja. Nennen wir 11. Bus Glindo. Glindo. So. Und zwar Haltestellen hinzufügen.
So. Ich denke mal, haben wir genug. Jetzt brauchen wir noch ein Depot. Sehr schön. Straßenfahrzeug kaufen. Die Postkutsche. So. Sind zugewiesen. Dann können wir hier noch einstellen. Halt. Fahrzeug automatisch ersetzen bei 125%. Sehr schön. Okay. Fahrzeug wählen. Ja, dann nehmen wir die. Und ja. Das heißt, die Postkutsche wird mit der Postkutsche ersetzt. Können wir ein paar Fenster schließen. Die verteilen sich jetzt hier. Können wir mal ein bisschen die Linien in Beobachtung halten. Wir machen natürlich noch Verlust. Müssen aber auch noch, bevor wir jetzt richtig pleite gehen. Der erste Passagier wartet. Sehr schön. Also die fahren jetzt hier keine Lichtgeschwindigkeit, ne? Aber das ist ja klar. Wir haben sie ja gewählt. Da wartet der Erste. Was auch schön ist, ist, dass man wirklich hier ins Detail gehen kann. 6 Bewohner. Landwirt. Details. Um dementsprechend auch, was möchte jemand haben. Zum Beispiel hier. Nur Details. Mit ÖPNV zu Fuß. So. Machen wir hier auch noch eine Busstrecke, würde ich sagen. Da wir ja auch sehr weit weg sind hier vom Schuss. Fangen wir Personen mit einfachen Haltestellen an. So. Und machen eine neue Linie in Berg. Neue Linie. Das ist dann die Linie 12 Berg. Ne, 12 Bus Berg. Es sind zwar noch keine Busse, es sind ja wirklich Postkutschen, aber wir haben 10 Stück, 12 haben wir. Hinzufügen.
So. So. Da haben wir die auch hinzugefügt. Fertig. So, ein Depot brauchen wir. Nicht schlecht, da läuft er. So. Weisen erstmal zu der Linie 12, Berg. Okay. Dann kann's losgehen. Also, machen wir noch eben... Also, die sollen auf jeden Fall ersetzt werden. Dann immer. Bei 125% Auslastung. So. Oder Alter. Ja, hinten ist schon Industrie. Können uns ja mal merken, wie viel wir Einwohner haben. 207 in Berg. Ich glaube, das waren mal weniger. Ja, hier warten auch schon. Einer, so wie es aussieht. Ja, ich hoffe, das Spiel macht euch auch Spaß, so wie mir. Ich denke, die Städte werden auf jeden Fall noch umgenannt. So Berg, okay. Aber Glindo und so, das muss es ja nicht sein. So, wenn ihr eine Idee habt, welche Stadt es sein kann. Guck mal, hier sind doch schon schöne große Geschäftsgebäude. Dann schreibt es mal in die Kommentare. Also ich denke mal, die erste Stadt können wir auf jeden Fall mal neu benennen. Das ist Glindo. Vorschläge und Abstimmung einfach mal in den Kommentaren reinschreiben. Und ja, das erste Geschenk an mich ist, dass ihr den Namen vergeben dürft von Glindo. Macht einfach mal mit. Macht jetzt schon irgendwas gewinnen? Nein, noch nicht. Aber auch kein Riesenminus, ne? Also. Hier warten schon die ersten zwei. Na, 16, oder? Ja, sind schon 16, die warten. Finde ich persönlich jetzt gar nicht so schlimm. Gar nicht.
Freut mich, auf jeden Fall. Also es macht auf jeden Fall Sinn, die Städte, die man mit Zug anbindet, dass man die auch wirklich mit dem ÖPNV, also mit dem, na nicht Zügen, sondern mit den Bussen verbindet. Da kommt auch schon unser Zug zurück. Sehr schön. Ist natürlich am Anfang etwas langwieriger, bis man den ersten Gewinner einfährt. Aber glaubt mir, wenn man dann später nach und nach neue Züge bekommt, wenn man neue Städte angebunden hat, wenn der Warenverkehr läuft und angepasst werden muss, man ist immer wieder an Anpassen. Es ist gerade am Anfang natürlich sehr langwierig, aber seid einfach von Anfang an dabei. Es ist viel einfacher, dann mitzukommen. Auch hier der schöne Kopfbahnhof, also ich mag den. Der Zug fährt ein. Oh, da wurde was ausgebaut, so wie es aussieht. Ja, es ist gemütlich oben drauf. Der Postkutscher. Da hinten wird auch was gebaut. Sogar zwei Häuser. Wie viel haben wir jetzt hier in Berg? Ja, 201 plus, ne? Also, es war noch schlecht, aber plus. So, auch hier die Busse werden sehr gut angenommen. In Glindow, wie viel haben wir hier? 231, mittelmäßig, sehr gut, die Bevölkerung. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, schreibt in den Kommentaren, ob ihr eine neue Idee für Glindow habt. Wir sind hier am Wasser. Wäre vielleicht irgendwas Sinnvolles am Wasser, vielleicht sogar am See, wie wir die Stadt nennen können. Es muss nicht geografisch passen, also Berg, weiß ich nicht, werden wir vielleicht eventuell in den nächsten Tagen uns neu umbenennen. Aber jetzt erstmal Glindow. Wie darf die Stadt heißen? Ja, welche Idee, was wollen wir, also Baustoff möchte ich auf jeden Fall gleich anschließen, also gleich beim nächsten Mal. Und wenn ihr noch eine andere Idee habt, einfach mal sagen. Also ihr seht hier die Karte, wir haben sehr viel in der Nähe. Und lasst uns ein bisschen aktiv spielen. Ich denke mal, Livestream macht auf jeden Fall mehr Sinn und auch Spaß mit so einem Spiel, wenn man das gemeinschaftlich erarbeitet sich. Und ja, ich freue mich, dass ich es euch vorstellen darf. Ich hoffe auf rege Anteilnahme, dass es euch genauso gefällt wie mir. Und dann hören wir uns die Tage wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Tschüss.